Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Shantae Afchini Hero. Heute teste ich mal den Ninja Mode. Oder wie man auch sagen kann, Ninja Style. Ninja Style. Würde ich mal sagen, wir gucken mal rein. So, Ninja Style, genau. Mal antesten, was es da so für Neuerungen gibt. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir der Pyjama-Modus am besten. Mal gucken, vielleicht wird er auch ganz nett hier. Oh, Junge. Mein Ninja-Kostüm ist heute angekommen. So gemütlich. Es passt wie ein Traum. Jetzt kann ich sehen, wie es ist, den Tag als Ninja zu retten. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Ich weiß nicht, was ein Ninja überhaupt ist. Oh, richtig. Das Kostüm kam mit einer Schriftrolle. Wo habe ich sie hingelegt? Hier ist sie. Mal schauen. Aha. Nun, mein Ninja kriege zu werden, muss man die Ninja-Kunst beherrschen. List, Geschwindigkeit, Steckel. Ein Ninja benutzt die Fähigkeiten, um den Feind zu töten. Nun, Sequinland hat in letzter Zeit viele böse Jungs und Monster. Ich sollte sie sofort töten. Boah, das klingt aber schon ein bisschen hart, ne? Ich ziehe los und töte sie. Nicht wahr, Opa? Ah ja, töten haben wir auch gemacht. Zweiter Weltkrieg. Feinde gesichtet, auf geht's. Aber zuerst werde ich die Schriftrolle überprüfen. Mal schauen. Oh Mann, so viele Worte. Irgendwie wünschte ich, ich könnte das einfach überspringen. Aber los geht's. Ninja-Technik Numero Uno. Wandsprung. Springer gegen eine Wand, um daran zu klippen. Türke Kreuz, um von Wand wegzuspringen. Okay, dann heißt es... Ninja-Technik Numero 2. Teleportieren. Zurücke Dreieck, während du in eine beliebige Lichtung hältst, um an einer anderen Stelle zu verschwinden und wieder zu erscheinen. Cool, als nächstes Ninja-Technik Nummer 3, Rückwärtsflitzer. Zurücke 2, um der Gefahr auszuweichen. Interessant, okay, oh, schau dir das an. Ninja-Technik Nummer 4, Ninja-Stern. Sterne sind so hübsch. Benutze deine Ninja-Magie, um mit einer tödlichen Klinge den ahnungslosen Feind zu durchdringen. Das ist eklig. Und schließlich die letzte. Mal schauen. Ninja-Technik Nummer 5. Aufleveln. Sammle Juwelen, um dein Level und deine Fähigkeiten zu erhöhen. Erhöhe deine Level, um deine Feinde schnell in nasse, zitternde Bänder zu schneiden. Das ist die Art und Weise des Ninjas. Boah, das hört sich toll an. Ich denke, ich bin bereit zu töten. Ninja-Style. Katastrophe, okay, das wird bestimmt richtig geil. Okay, wir gucken mal. Also gut, L2 hat man gesagt. Ach, das war das gewesen, genau. Ninja, das ist das. Ah, Sterne, okay. Okay, Schaden ist jetzt nicht so gigantisch wie beim Pyjama-Modus, muss ich zugeben. Haben es ganz schnell und... Okay, man kann mit einem Schlag dann die Viecher umbringen. Okay, das ist gut. Kritisch kann ich auch die ganze Zeit so aus der Antenne angreifen. Ich habe ihn endlich... Ach nee, das verbraucht... Okay, das verbraucht was. Okay. Hau ab, Patrick. Patrick Star, dieser eklige Perversling. Autsch. Einfach weiterhin, einfach weiterhin. Gut, hier kann ich die Fähigkeiten verwenden. Komm her. Kaputt. Ah, okay, jetzt komme ich hoch. Alles klar. Molotov Cocktails, alles klar. Huah. Autsch, dieser Perversling immer wieder. Stirb. Ninja Style. Bam! Eins. Sie haben einen perversen Oktopus gefunden. Den können Sie sich wohin schieben, wo Sie wollen. Danke für die Info. Huah, huah. Bam! Bam! Okay, und hier muss ich bestimmt der Wand ein bisschen arbeiten, ne? Warte mal. Ja, theoretisch. Ah ja, ich komme auch so hoch. Alles klar. Das ist geil. Kann ich auch irgendwie gleiten oder sowas in der Art? Doppelsprung in der Luft geht nicht, okay. Warte, U-Boot kaputt machen, Moment, hä? Kaputt.
Ja, der Schaden ist sehr enttäuschend. Also, na gut, aber Ninjas sind auch nicht dafür bekannt, viel Schaden zu machen, sondern viel mehr A, B zu. Ach, das Teleportieren. So komme ich denn, alles klar. Okay, das ist gut. Verbraucht das irgendwas? Nein, verbraucht nichts. Nur der Ninja-Stern verbraucht was. Okay. Dann habe ich alle gesammelt. Okay, hau ab, du Patrick Star Verschnitt. Tot, 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 tot. Es ist geil. Okay, macht schon Spaß, ja. Molotov-Cocktails. Das kann man zwar nicht trinken, aber damit mal Sachen entzünden, die dann brennen. Okay, machen das wie das letzte Mal auch. Wir gehen oben drum. Ja, meine Kleine, geh schon oben rum spielen. Opa, du weißt nicht, wovon ich rede. Halt die Klappe. Teleportation. Okay, damit kann man arbeiten. Na! Haha, ist das Level genauso kompliziert, dass man da nicht vernünftig hochspringen kann. Alles klar. Autsch. Und genau so aufgestellt, dass ich da ins Feuer fliege. Super. Nochmal bitte. Ich darf nicht versuchen, mich dran festzuhalten. Perfekt. Genau. Aber hier kann ich jetzt bestimmt ein bisschen, oder? Ah, nicht ganz. Komm. Komm. Oh, oh. Ah, okay. Ich kann mich also noch ein bisschen nach oben teleportieren. Ich verstehe. I see what you did there. Genau, wenn ich jetzt nur nach rechts drücke, dann weiter nach rechts. Und wenn ich jetzt nach oben drücke, dann nach oben. Okay, das ist interessant. Vorsicht, Feuer. Okay, das ist wirklich sehr interessant. Uah. Ja, den einen habe ich da ein bisschen übersehen. Passiert. Man muss ja den Gegner auch mal eine Chance lassen, ne? Sonst fühlen sie sich nur unwichtig und wie billiges Kanonenfutter, was sie auch eigentlich sind, aber egal. Vielleicht sollen wir mal zueinander machen. Ja, warte mal. Ah, okay. Putz. Kaputt. Gebt mir die Herzen der Geknechteten. Ah! So ein schlimmer Moment. Ah, nee, vorbei. Egal. Egal. Bosskampf, gib her. Mal gucken, was Whiskey Boots zu meinem neuen Outfit sagt. Da ist es. Ich spüre, dass mein Feind nahe ist. Aber bevor ich in die Schlacht ziehe, sollte ich zuerst die Schriftrolle prüfen. Mal sehen. Ein Wolle Ninjel ist ein Meister der Verkleidung. Verstehe, ich werde meine wahre Identität verbergen. Tea Time. Was ist das? Jemand wagt es, sich mir in den Weg zu stellen? Mikrofon muss weiter da drüben stehen. Ja, so besser. Und noch dazu im Pyjama. Das ist kein Pyjama. Das ist mein Ninja-Kostüm. Ich bin es. Shantae, verkleidet. Wer? Ich muss zugeben, dieser Name klingt irgendwie vertraut. Was? Wie konntest du nach all dieser Zeit meinen Namen nicht erkennen? Wir sind Todfeinde. Naja, abgesehen von dem einmal, als wir zusammengearbeitet haben und dann hast du es irgendwie vergessen. Bitte, glaubst du, ich würde mich darauf beschränken, der Rivale einer Person zu sein? Lächerlich. Ich habe Feinde auf der ganzen Welt. Ich habe heute Morgen 3 Städte geplündert. Persönlicher Rivale? In der Tat. Aber wenn es eine Schlacht ist, die du willst, kann ich dir sicherlich eine geben. Männer! Reiß diesen Hohlkopf in 1000 Stücke. Keine Chance. Es ist Ninja-Zeit. Geil. Dein persönlicher Rivale, genau. Komm schon, das kriegen wir hin, genau. Ah, hat sie mich erwischt. Ninja Style. Ha. Ja, mit den Kissen habe ich mehr Schaden gemacht, genau. Aber egal. Komm. Ha, weg teleportieren, okay, das ist gut. Ah. Die erwischt mich immer, wenn ich hochklettere. Ja. Wow, nimm das!
persönlicher Rivale. Warum gleich ist es down? Zack, down. Wah, Teleportation. Teleportation. Haha, wow, das war knapp. Aber die drückt mich nicht. Aua! Sprach er und wurde getroffen, ja. Das war ein bisschen schlecht. Teleporter, ach nicht, stimmt, die Ohrkugel, die kommt ja nicht so weit. Warte. Ah! Teleportiere mich genau dorthin, wo die Dinger sind. Reinschossen, ich bin tot. Ich hoffe jetzt inständig, dass ich sie jetzt plätte. Ansonsten war es das für mich gewesen. Dann bin ich erledigt. Oh, ich dachte schon, ich verrecke. Aber egal. Gut, habe ich geschafft. Noch einen halben Herzen. Orks, 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 Orks. Ninja Star. Wir haben die Orks besiegt. Sehr gut. Ich habe dich geschlagen. Spüre den Zorn des Ninjas. Siehst du, was du getan hast? Mein Schiff ist wieder davon. Dieses Mal lasse ich dich vom Haken. Aber ich warne dich. Komm mir nicht mehr über den Weg. Ja, Schissi, ne? Und weg ist sie. Der Sieg ist errungen. Mein Feind wurde geschlagen. Und das Beste ist, ich bin ein Meister der Verkleidung geworden. Überhaupt nicht, sie hat ihren wahren Namen verraten, das hätte sie nicht tun dürfen. Pompti sagt noch, ja, ich bin's, Chanté, aber verkleidet. Warum, warum, das ist doch total unnötig. Ich bin einen Schritt näher daran, ein wahrer Ninja-Meister zu werden. Aber ich find's lustig, mir zu geben, das ist wirklich der Humor, wunderbar. Das vermisse ich in manchen Videospielen. Dass sie einfach keinen Humor mehr haben, aber das ist wirklich so eine Serie, die sich nicht davor scheut, Humor zu zeigen. Und Humor ist heutzutage wichtiger denn je, weil viel zu viele Leute und Videospiele nehmen sich viel zu ernst. Das darf einfach nicht sein. Ein Ninja darf niemals aufhören zu trainieren. Ich sollte diese Schriftrolle noch einmal überprüfen. Mal sehen. Ein wahrer Ninja fasst sich an, indem er eins mit der Natur wird. Verstanden. Bevor ich meinen nächsten Gegner besiege, sollte ich die Natur besser verstehen. Und deswegen gehst du hier in einen kleinen Wald, wo lauter bitzige Meerjungfrauen sind und eine Fabrik ist, in der, wie soll ich sagen, aus normalen Menschen halt Meerjungfrauen gemacht werden. Und jemand wohnt, der sich ein Ernstes der Technobaron nennt. Ist das wirklich dein Ernst, Chanté? Aber egal. Warte, kommen wir noch hochklären, oder? Kommen wir da hier? Na, das sah nicht gut aus. Bam. Bam. Tot. Die Musik ist herrlich. Stirb. Stirb. Ha. Oh, direkt vor mir. Tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, nächste Plattform ist. Das Ding hat mich jetzt nicht getroffen. Sehr gut. Ah, sehr gut. Muss ich jetzt richtig timen, um hochzukommen. Alles klar. Der Ninja-Stern ging daneben. Stirb, ihr Parasiten. Die wollen alle mein Blut und meine Juwelen haben. Das können sie sich von der Backe kratzen. Bring mich nach oben. Bring mich nach Russland. Na, 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 na. Wow, wow, wow. Scheiße, jetzt bin ich hier unten. You in the army, you in the Russian army, you in the army, you in the Russian army, you in the army. Jetzt habe ich diesen Ohrwurm, furchtbar. Aber es ist ein tolles Lied. Nur Chanté scheint das Lied nicht zu gefallen. Die sieht ziemlich kränklich aus, so als ob sie ein paar Leben verloren hätte. Ha, okay, wir sind da. Herz, wunderbar. Ah, jetzt werfen wir zwei Schuriken, alles klar. Nee, Kunai, das ist ja ein Messer, genau. Kunai ist das Messer, Schuriken der Stern. Oh, ist war knapp. Wow, wow, wow. Oh, stell dir vor, das Ding ist bei uns kaputt gegangen, weil wir so einen Kopf haben. Ja, gut, die Flammaus habe ich jetzt übersehen. Muss ich zugeben. Jetzt kein Bock zu sterben. Wow.
Heute nicht. Bah, bah, boah. Heute mache ich es aber richtig spannend, ne? Was zum einen habe ich nicht. Der nächste Treffer tötet mich. Super. Puh, ganz ruhig bleiben, ganz entspannt. Okay, die eine geht immer nach oben, alles klar. Hast du ein Herz? Nein, hast du nicht. Wow, nicht den Hintern. Ich hätte mir voll lieber dafür einen Hintern zu. Ja, Herz, meins, meins. Wow, hau ab. Hör mir auf. Wow. Ganz ruhig. Wow, wow, wow. Okay, gut. Gleich sind wir in der Fabrik drin, gleich sind wir in der Fabrik und dann können wir mal gucken, wie der Dialog zwischen den Techno-Baron und Shantae so lautet. Bin mal gespannt. Oh, habe ich ja völlig vergessen. Ja, wenn man die mit dem Strom angreift, dann bekommt man einen Schock ab, genau. Kommt man doch mit dem Schwert, ist ja Metall, leitet wunderbar. Ich brauche Herzen, ich brauche Herzen. Autsch, das war peinlich. Ninja Style. Bam. Bam. Wunderbar, wir klettern mal hier hoch. Wir gucken mal. Fuck. Okay, so geht es nicht. Da müssen wir wohl die lange Route nehmen. Bin ich auch. Aber warte mal, hier so? Ja, warte mal. Ah, nicht ganz, okay. Die Level-Designer haben sich was dabei gedacht, alles klar. Hm, ich sehe, ich muss dann von der Wand hier abspringen, alles klar. Gut, wir müssen das richtig timen, hochzukommen. Wir machen einfach den hier. Oh, warte mal. Ist komplizierter, als man denkt. Okay. Wir dürfen es nicht verkacken. Da ist eine Schockmaus. Wow, okay, gut, hier ist eine Plattform, habe ich nicht gesehen. Kriegst einen Schlag ab, so. Ganz ruhig, ganz entspannt bleiben, ganz entspannt. Okay, das war cool. Haben wir Fledermaus in den Koko erwischt. Tot. Jetzt komm. Raus, genau. Zwinker, zwinker, Fledermaus. Gleich knipse ich ein Kätzchen aus. Zitat vom Joker. Oh, Batman Arkham City könnte ich auch mal let's playen, ne? Aber vor Arkham Asylum. Arkham Asylum, dann Arkham City. Batman Arkham Origin wird dann natürlich komplett ignoriert, weil der Teil blöd war, ebenso wie Arkham Knight. Arkham Knight war auch ein furchtbarer Batman-Teil. Wow, wow, ist mir schlecht. Hm, Shantae ist nicht gut, wie man sieht, das ist sehr schön. Okay. Wir kriegen das hin. Okay. Noch ein Treffer und ich bin tot. Komm, schnappt ihr da ein Herz drin? Nein, natürlich nicht. Okay. Wie komme ich hier weiter? Okay, hier längs. Okay, gut. Ja, ich bin ein Ninja. Ha! Ninja-Style. Hey! Scheiße. Noch ein Treffer und das war's für mich. Ha, ha, ha.
Ich glaube, wenn ich den Kroko jetzt noch einen Stoß versetze, dann ist er tot, ne? Mal gucken mal. Oder ich! So weit kann ich das Ding nicht wieder. Okay, sehr schön. Da ist so ein Octopus-Ding, das holen wir uns mal nicht. Krug. Herzen gab's nicht wirklich. Fuck, okay, gut, vorhin hat es der geschafft. Warte mal. Wir gucken mal ganz entspannt. Yep, okay, gut, wir sind hier. Wir sind hier, okay. Ha! Das könnte jetzt ein bisschen knifflig werden. Ich habe ja noch das hier. Ach, das geht nicht wirklich. Okay. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ah, perfekt. Na? Wird das noch was? Genau. Ah! Okay, ich verreck gleich. Herzen sehen wirklich nicht gut aus. Weg da. Herz. Ja, boom, 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 boomerang. Komm ich immer wieder bei dir an. Blümchen, tolle Sängerin. Ha! Bah! Boah, war's knapp. Koktopus, ja! Durch die Wand teleportieren geht nicht, nein, nein. Ah, Mann! Ich wollte es richtig timen. Na, ah! Hau ab! Ja, natürlich, trifft mich auch noch so eine Meerjungfrau. Natürlich, klar. Tot, jetzt stirbt schon endlich. Ich glaube, ich weiß, wer heute gefeuert wird. Jetzt hau endlich ab. Oh, nee, 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 ich wollte gerade schon hochspringen. Stein nach oben kann ich nicht ballern, okay. Hoffentlich kommt nicht wieder so eine blöde Meerjungfrau an. Weil dann bin ich wirklich sauer. Das könnt ihr aber wissen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Schön konzentrieren, schön konzentrieren, ja, ja. Bah! Bah! Oh, war es knapp. Boah, mach jetzt keine Fehler. Ja, komm. Okay, ganz ruhig. Ja, es hat geklappt. Okay, nächste Passage könnte mir schon wieder ein paar Schwierigkeiten bereiten. Ich hole nicht auf könnte. Ein Herz wenigstens. Keine Herzen. Moment, jetzt sind sie auf einen Haufen. Weg da. Puh, was knapp. Man rechnet immer mit dem Schlimmsten, nicht wahr? Es ist vollkommen legitim, um vom Schlimmsten auszugehen. So. Ah! Oh, oh, wäre ich beinahe reingesprungen. Kein Herz, okay. Eins. Oh, alle Herzen wieder voll. Super. Oh, ich glaube, ich bin gerade um 100 Jahre gealtert oder sowas. Ja, wie der Opa da sieht gerade aus, genau.
Keine Fehler, keine Fehler. Wir tun heute mal ganz professionell, als ob wir das schon 1 Million Mal gemacht hätten mit dem Rutschen. Oktopus. Tot. Na klar, auf jeden Fall, dass wieder solche Krokus anrutschen, kann man natürlich wunderbar diese Schurikensterne werfen. Cool, na, das Messer war Schuriken der Stern, genau. Genau das, was ich sagte. Hallo Oktopus. Ja, ich habe eigentlich alle jetzt beisammen, ne? Wir haben Rutschen nebenbei gesammelt, wunderbar. Wow. Level up. Komm schon. So. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja, das war's jetzt gewesen. Wunderbar. Und fertig gerutscht. Dach Opa. Ja, Kleine. Ich bin mal gespannt, was der Technobaron zu sagen hat. Das sieht nach einem guten Mord aus, um eins mit der Natur zu werden. Oh, ich glaube, ich höre jemanden. Ich werde meine Fähigkeiten an ihm testen. Ninja Style. Was ist das? Husch. Tröpfel, Tropf, Tropf. Was ist das für ein Unsinn? Ich bin ein Baum. Meine Blätter triefen vor Morgentau. Weißt du es, ich stehe den Leuten wie dir, dass ich eine riesige Meerjungfrau immer bereithalten muss. Baumimitatoren tauchen immer auf und verhunzen meinen Tag. Wenn ich es am wenigsten erwarte. Platsch. Ich muss zurück an die Arbeit schieben. Zeig's mir. Es ist Naturzeit. Brüste. Was steht jetzt diesmal im Text unten? Kraft der Natur. Sehr schön. Sehr schön, Moment, warte. So, jetzt ganz nach oben. Auf der Seite. So. Warte, ja. Sehr schön, sehr schön. Yep. Sehr gut. Jetzt die andere Seite war das Laser. Moment. Ah! Rein teleportiert. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. So, die erste Form, jetzt kommt die zweite Form, komm. Brüste. Oh, verfehlt. Jetzt eine Kopfmuskel geben. Nicht gut. Boah, war es knapp. Gib die Juwelen. Ah, ja, yeah, war es knapp. Okay. Mit dem Bosskampf habe ich jetzt ziemlich kein Problem, wenn ich ehrlich bin. Ha, ich kann mich immer wegteleportieren, wenn ich gerade lustig bin. Boah, okay, das war schlecht. Brüste haben mich weggeschubst, okay. Na! Wow, war knapp. Maximum. Warum konnte ich jetzt gerade nicht hoch? Egal. Wir schaffen das. Yep, na wunderbar. Wackeln auch ein bisschen mit den Brüsten. Genau, so gefällt mir das doch. Shake it, baby. Shake it. Ja, ich sehe ein Licht. Es ist so hell. Ich habe dich geschlagen. Spüre den Zorn des Ninjas. Ah, na schön. Vollzieh deinen Rache an mir. Gib all dem Zorn nach. Worauf wartest du? Mach weiter. Mach mich fertig. Nein. Es ist nicht die Art und Weise des Ninjas.
Wenn ich auf dein Niveau sinke, dann bin ich nicht besser als du. Trotzdem hat sie ihn weggehauen. Juhu, wir sind ebenbürtig. Oh, das ist so herrlich. Ich liebe den Humor. Und das Beste von allen. Ich bin eins mit der Natur geworden. Platsch. Ich bin einen Schritt näher dran, ein wahrer Ninja-Meister zu werden. Ninja Star. Da hat sie sich was vorgenommen. Oh Mann, ich liebe den Humor. Oh, das ist einfach nur herrlich. Ich liebe diese Spielserie. Dach Opa. Na, Kleine. Hier in der Wüste werde ich trainieren, um stärker zu werden. Zeit, meine Schriftrolle noch einmal zu überprüfen. Mal sehen. Ein wahrer Ninja muss seinen Verstand disziplinieren, um seine Gedanken zu kontrollieren. Einfach. Ich werde damit anfangen, meine Gedanken über diese falschen Legion-Rivalen Holly Sundus zu kontrollieren. Jedes Mal, wenn ich an sie denke, erwacht sie wieder zum Leben. Es darf nie wieder passieren. Oh, ich bin wieder da. Hat jemand an mich gedacht? Ich nicht, ich bin ein Ninja. Oh, meine Güte, da musst du die Ninja-Künste so beherrschen wie ich. List, Geschwindigkeit, Stärke. Jede war einfacher als die letzte. Ich wurde innerhalb kürzester Zeit ein Ninja-Meister. Was? Es ist wahr, es gibt nichts Einfacheres auf dieser Welt, als ein Ninja-Meister zu werden. Und meine Gedanken zu disziplinieren war so einfachste Lektion von allen. Zähe. Es ist so einfach, wie den Zuckerguss vom ersten Geburtstagskuchen eines Babys zu lecken, während das Baby nichts davon weiß. Was ich getan habe, als Ninja. Bis bald. Oh. Sie macht mich so wütend, ich werde das nie vergessen. Ich werde ihr zeigen, wie gut meine geistige Disziplin ist. Selbst wenn ich sie durch diese lausige Wüste jagen muss. Bleib stehen! Ich bin ehrlich, ich weiß, was jetzt kommt und ich habe keinen Bock auf den Tessel Tower. Das hat mir beim letzten Mal schon gereicht. Jetzt als Ninja, ich weiß nicht, ob das dann wirklich einfacher wird. Bin ich ganz ehrlich. Von dem her würde ich einfach mal sagen, ich beende das Ganze jetzt einmal an der Stelle. Ich muss sagen, Ninja ist ein bisschen ungewohnt, muss man sich erstmal reinfinden, aber ich glaube, wenn man sich reingefunden hat, dann ist man hier wirklich auf gut Deutsch gesagt Ninja-Meister. Gut, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf, ciao!